Herzliche Grüße aus Belek. Hier startet Hertha BSC am heutigen Sonntag ins Trainingslager. Die Berliner haben richtig Glück. Hier sind 18 Grad, es ist richtig sonnig. Das war letzte Woche noch anders. Werder Bremen zum Beispiel musste im strömenden Regen trainieren. Hertha wohnt im 5-Sterne-Hotel Cornelia Diamond. Dort haben sie einen eigenen Fußballplatz für sich ganz allein, einen riesigen Wellnessbereich und 250 Meter Strand. Doch die Berliner sind nicht hier, um sich in die Sonne zu legen. Trainer Jos Luhukay möchte mit der Mannschaft zweimal täglich auf dem Platz. Und am Dienstag steht schon mal ein Testspiel gegen Young Boys Bern auf dem Plan. Bei den Schweizern ist übrigens Ex-Herthaner Steve von Bergen mit dabei. Freitag geht es dann nochmal entweder gegen Greuther Fürth oder die Schweizer vom FC Thun. Trainer Jos Luhukay ist übrigens gerade vor dem Start des Trainingslagers noch fit geworden. Der Coach hatte ja eine Woche lang schwere Grippe. Aber jetzt ist er auf dem Weg der Besserung und er hofft, dass das Wetter hier ein bisschen bei seiner weiteren Genesung hilft. Nicht in der Türkei mit dabei ist der Gegenmittelfeldspieler Enes Benhatira. Der laboriert jetzt doch weiter an seiner schweren Zehenverletzung und ist deshalb in Berlin geblieben.